Und dass da ein Sender wie ProSieben sagt, hey, wir hätten euch gerne mit Haut und Haaren und trotzdem kannst du das laufen lassen, ist, glaube ich, etwas, was auch zeigt, was für ein vertrauensvolles Verhältnis wir zueinander haben. Und wie wir in der PM gesagt haben, es ist Liebe und das ist es, glaube ich, wirklich. Schön. Wo ist er? Da oben sitzt Klaas irgendwo. Wo ist Klaas? Dass du heute wirklich auch noch vorbeigekommen bist, einfach nur um den Moment mitzuerleben, dafür liebe ich dich und das meine ich ehrlich. Dankeschön. Und die ganze Redaktion, die sich den Arsch aufreißt, Tizi in der Produktion. Viel dramatischer, als sie es erwischt haben, weil sie haben einen Partner, sie haben Menschen um sich, die sie lieben, hat es Klaas Häufer Umlauf erwischt. Zeig das bitte einfach mal. Morgen in der Bild, ist seine Frau die Letzte, die noch zu ihm hält? Rechts und links nur leere Plätze. Ja, es ist einsam ganz oben. Du kennst immerhin den Preisträger, dann ist man ja schon ganz oben. Ja, eben. Also, wir freuen uns wahnsinnig auf das, was jetzt kommt, nämlich ein super Comedian und er wird uns mehr verraten zum Bereich Beste Comedy. Hier kommt Till Reiners. Der Deutsche Fernsehpreis in der Kategorie Beste Unterhaltungsshow geht an. Wer stiehlt mir die Show? Zum zweiten Mal in Folge stiehlt die innovative Quiz-Sendung allen die Show. Herzlichen Glückwunsch an Joko und Team. Den Deutschen Fernsehpreis nimmt euch erstmal keiner mehr weg.